Kalt und unwegsam sind unsere Polarmeere. Sie liefern Forschenden aber wichtige Erkenntnisse darüber, wie es um die Gesundheit unseres Planeten bestellt ist. Um in die rauen Regionen vorzudringen, ist der Eisbrecher Polarstern seit vielen Jahren ein verlässlicher Helfer. Das Schiff ist nun erneut in der Arktis unterwegs. Dabei geht es auch um die Auswirkungen des Klimawandels. Auch eine erfahrene Crew wie die der Polarstern erlebt noch Überraschungen. Nach dem gerade zu Ende gegangenen global heißesten Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen hatte das Forscherteam eine drastischere Eisschmelze befürchtet. Doch eine Wetteranomalie schützte das Eis. Tiefdrucksysteme in der sibirischen Region des Eurasischen Beckens haben das Schelfeis, was normalerweise raustreibt und dann abschmilzt, zusammengehalten, kompaktiert. Eine Entwarnung bedeutet die langsamere Schmelze jedoch nicht. Denn die Lebensräume in der Arktis haben sich in den zurückliegenden Jahren bereits stark verändert. Wir teilen die Bilder von dem Leben, dem wir begegnen. Sei es die Abwesenheit von Eisbären in ganz großen Teilen des Beckens, wo wir unterwegs waren, mit ganz wenigen Besuchen, die Abwesenheit von Meereisalgen, die die Nahrungsgrundlage für viele Lebewesen sind. Doch auch bislang unentdeckte Seeberge und Leben in der Tiefsee gehören zu den Forschungsergebnissen des zweimonatigen Einsatzes. Wie prägt das Meereis das ganze Netzwerk des Lebens von der Oberfläche des Meeres bis runter in die über 4 Kilometer tiefen Tiefseebecken? Und natürlich auch, wie hängt das Ganze mit der Klimakrise zusammen? Die Daten werden in den kommenden Wochen ausgewertet. Am 1. Oktober kehrt das Schiff nach Bremerhaven zurück.